Heute haben wir ja, eine sehr besondere Klasse. So today we have a very special class. Wir werden daran arbeiten, Emotionen zu heilen. We will work on actually healing emotions. Und eigentlich in der Praxis, die Gurudev uns gegeben hat, wenn wir wirklich Schmerz in einer ganz speziellen Beziehung haben, ne, in einer Partnerschaft oder so, oder in der Trennung oder vielleicht irgendwie noch ein altes Thema. So, this is a practice Gurudev gave us when we have a pain, let's say in an old relation, somebody who left, or from the past, or whatever, you still have resembling or memories of pain. Und die kannst du mit dieser Praxis, die wir heute machen, heilen. Ja? And this you can heal with this practice. Gurudev hat uns damals mal gesagt, dass jemand ihn fragte, wie lange soll man die denn machen? Sagt er, bis du denjenigen auf der Straße triffst und ihn oder sie nicht wiedererkennst. And when we were asked, how long to do this practice, he said, well, you do it so long until when you meet the person on the street, you will not recognize them anymore. Okay, lass uns mal schauen, was da heute bei für uns bei rauskommt. Let's see what comes out of this for us tonight. Aber es ist eine wirklich sehr wertvolle Praxis. This is a really very, yeah, very precious practice. Dann lass uns einstimmen. Let's tune in. Und atme tief ein in die Liebe. Heute werden wir zwei Praktiken machen. So today we will do two practices. Die erste nennen wir die drei Neapolitaner. So the first one we talk the three Neapolitanians. Die hilft dir erstmal so, wenn du emotional aufgebracht bist. Ja? So this combination helps you when you're a little bit emotionally, how you say in English? Maybe we just say kind of engaged, ja. Es sind drei sehr einfache Bewegungen. Die erste, du kommst in diese Position, you come into this position. Das heißt, du neutralisierst deine Hände in dieser Berührung, you neutralize your hands in this movement. Du schaust auf die Nasenspitze, you look at the tip of your nose, und du fängst an zu schütteln, and you start shaking them. Und dann formst du einen O-Mund, denn die formen O auf. Und du atmest durch den Mund, den breathe through the mouth.
Ja, das ist eine sehr italienische Bewegung, ne? It's kind of a very Italian movement, ne? Siehst du hier und da mal in Italien auf der Straße. This you will see once in a while in Italy on the street. Aber du machst den Atem durch den Mund, you do this kind of a breath of fire with it. Tiefer an in der Deep. Press die Hände, press your hands. Und atme tief aus, exhale deep. Und halt aus, hold it out. Tiefer an in der Deep. Tiefer aus, exhale deep. Halt aus, hold it out. Streck die Wirbelsäule des Spine. Press. Tiefer ein, die Plien. Tiefer aus, die Plie out. Tiefer ein, die Plien. Komplett aus, completely out. Aus und press, out and press it. Und ein. Und entspann, relax. Zweite Position, second position. In nomine Padre. Ja? Du schaust auf die Nasenspitze, you look at the tip of your nose. Du bewegst, you shake. Wichtig ist, die Hände sind weit offen und fest. The hands need to be wide open and hard. Thank you.
Atme an, inhale. Und press, really press. Feuer aus, fire out. Tiefer, deeply in. Press. Und aus. Und ein. Noch einmal. Really press, 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 press. Und entspann, relax. Okay, das Problem hat sich immer noch nicht gelöst. Problem still didn't solve. Kommst wieder hin, enorm in den Bade. Und du machst diese Bewegung, you do this movement. Und du machst hier den Atem durch den Mund, aber diesmal ziehst du den Nabel dazu. And now you do this movement, you do the breath through the mouth, but you pull the navel with it. Ganz bewusst zieh den Nabel. Very consciously pull your navel. Nasenspitze, tip of the nose. Dann atme tiefer ein in der Deep. Und press, press die Hände, press deine Muskeln, press your hands, press your muscles. Feuer aus, fire out. Tiefer ein, deeply in. Wirklich pressen, really press it. Und aus, exhale. Und noch einmal, one more time. Press, streck. Und entspann, relax.
Und sitz für einen Moment, lass deinen Atem sich normalisieren. For a moment sit, let your breath to be normalized. Und fühl einmal die Veränderung, feel the change. Wie viel freier dein System ist, how much more free your system is. Schon lass uns jetzt schauen, dass wir uns ein klein wenig vorbereiten auf die nächste Praxis. Let's see if we prepare ourselves for the next practice. Von deinem Schwerpunkt, unterm Nabel, richte deine Wirbelsäule auf. From your point of gravity below your navel, have your spine upright. Ohne Druck, without pressure. Die Zunge berührt den oberen Gaumen, the tongue is touching the upper palate. Ganz weich, very soft. Kiefer entspannt, the jaw is relaxed. Und dein Blick ohne Fokus, and your gaze without any focus, durch die geschlossenen Augen, through closed eyes. Fühl die weite Offenheit, feel this vast openness. Das ist eine Stille, there is silence in this. Dann bring deine Hände auf dein Herz, bring your hands onto your heart, die linke unten, die rechte oben. Und wichtig, wirklich, arbeite in einer Sitzung nur mit einer Person. Ja? Very important, in one sitting, you only work with one person. Du lässt die Augen geschlossen, you leave your eyes closed. Und du beginnst lang und tief durch den Mund zu atmen. You start breathing long and deep through your mouth. Atme und fühl den Atem in deinem Herzen. Listen and feel your breath in your heart. Und wähl eine Person, mit der du schmerzhafte Erinnerungen hast. Choose a person you have painful memories with. Dann wähle die erste Erinnerung, choose the first memory und beobachte, wie du in deinem System reagierst and recognize how you're reacting to this in your system. Es geht wirklich ums Fühlen, it's really about feeling it. Und du atmest and you breathe. Sei dir der weiten Offenheit gewahr, be aware of this vast openness. Und lass förmlich deinen Atem über und durch die physische Reaktion fließen, die entstanden ist in der Erinnerung. And let the breath flow over and through the sensation which appears through this memory.
bleib in Verbindung mit der weiten Offenheit and stay connected with the vast openness. Entspann dein Körper, relax your body. Und atme und fühl und erlaub und lass diese Weite geschehen, bis die physische Reaktion irgendwann leer geworden ist. Und das Wichtigste ist, versuch sie nicht loszuwerden, beschleunige das nicht, sondern erlaube dem, was da ist, wirklich zu geschehen, während du atmest. And now you allow this physical reaction to empty itself. What is very important, you don't try to get rid of it, solve it or resolve it. You only breathe. You allow it to express and you stay in presence in this vast openness until it emptied itself. Wenn es eine Erinnerung, eine ganze Meditation braucht, ist es fine. And if one memory takes a whole meditation, it's fine. Vielleicht auch mehrere, maybe you need more than one. Und wenn es leer geworden ist, dann nimmst du erst die nächste. And when it became empty, then you take the next memory. Beschleunige nichts. Do not speed up anything. Versuch nichts zu verbessern oder try to better anything. Lass geschehen. Let happen. Wirklich dein Nervensystem tief regenerieren, wenn du dem Zeit lässt und das Geschehen und sich ausdrücken lässt. Can really deeply regenerate your nervous system if you give this time and let this really express itself. Thank you.
Lass dich nicht zu seinem Kopf fallen. Fühl, fühl, fühl. Do not let yourself fall too deep into the head, into memories, but into sensations. Feel it. Und lass den Atem drüber fließen and let the breath flow through. Und gib es in diese weite Offenheit. And let this, give this to this vast opener. Aber ohne es zu beschleunigen, without trying to speed things up. Es geschieht natürlich. It will happen naturally.
Erlaube, erlaube, erlaube und erlaube. Haben noch 5 Minuten mehr, 5 minutes more. Dann atme ein, inhale. Bring die Finger in diese Position, bring die Fingers in this position. Streck dich 60 Grad nach oben, stretch 60 degrees up. Begin zu kreisen, start circling. Und ich habe dir das Mantra reingestellt, I put the mantra here. Beginne zu singen, start chanting it. Du kannst jetzt schon wieder atmen, you can breathe. Du kannst die Worte in Atem nicht halten, you don't need to hold the breath. Aber chante das Mantra, sing das Mantra in dieser Bewegung, in this movement. Rocket,
Ja, das ist das Mudra. Zeigefinger 60 Grad, Indexfinger 60 degrees. Du fühlst die Bewegung im Herzzentrum. You feel the movement here in this line of the heart chakra. Tief ein in der Lieb und streckt. Now really stretch. Mach die Muskeln hart. Make your muscles like steel. Streck, 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 stretch. Öffne noch einmal. Really open it. Feuer aus. Tief ein, deeply in. Streck und öffne diese Linien. You open this line here. Und aus, exhale. Und dann letztes Mal, last time. Streck, öffne, stretch and open. Und entspann, relax. Und jetzt noch einen Moment. And just for a little moment sit. Fühl die Klärung, feel this clearing within you. Und dann atme einmal ein, inhale. Und jetzt wirklich schüttel deinen ganzen Körper, shake your whole body. Die Beine auch, also your legs. Atme aus, exhale. Nochmal tiefer an die Blinden again. Schüttel, shake it. Und aus, exhale. Und noch einmal, one more time.
schüttel, 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 shake, 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 shake. Und aus, exhale. Und tiefer in die Plien. Und streck gerade hoch, stretch up straight. Die Finger weit geöffnet, fingers wide open, stahlhart, like steel. Und entspann, relax. Ich hoffe, du fühlst dich neugeboren. I hope you feel newborn. Dann lass uns einstimmen, ausstimmen. Lass uns einfach Satnam chanten. Let's just chant Satnam. Vielen Dank. Many, many thanks. Ich schicke dir hier nochmal einen Link. I will give you a link. Für unsere nächste Morgenmeditation. Die fängt am 24.07. an. For a new morning meditation starting on the 24th. Da arbeiten wir 22 Tage mit dem Heart Chakra. That we will work for 22 days on healing the Heart Chakra. Ich denke, wir haben schon ein kleines Geschmäckle. I think we had a little taste of this. Aber ich hatte diese Übung nicht, ich hatte diese Praxis heute nicht geplant. I really did not plan this practice today. Aber irgendwie war es so präsent plötzlich, dass ich sie aus meinen alten Unterlagen rausgesucht habe. But suddenly it was so present that I got it out of my old notes. Ja. Yeah. Du kannst die jederzeit zu Hause machen. No? You can do this anytime at home. 11, 22 oder 31 Minuten. No? 11, 11, 22 or 31 minutes. Und wirklich ganz langsam. Do this very, very gently and slowly. Und immer so abschließen. And you always need to close it with this one. Yeah? Weil du hier diese Herzlinie, diese Herzmeridiane nochmal öffnest. Because you are here, then you're opening and healing the heart meridians. Und das ist absolut wichtig, das danach zu machen. No? And it's really, really crucial to do this, to end it. Ja? Ereignis für Ereignis, Event by Event, Lover by Lover. Okay. Wir sehen uns morgen früh oder nächste Woche. We meet tomorrow or next week. Wenn du in der Nähe von Bielefeld bist, ich bin an diesem Wochenende bei Dagmar in Rehwinkel. And if you are near Bielefeld, then I'm with Dagmar in her place this weekend. Ja. Vielleicht sehen wir uns. Maybe we meet each other. Hab eine großartige Zeit. Einen schönen Abend. Have a great evening. Und bis nächste Woche. See you next week. Super gerne. It was a pleasure.